zusammen, liebe Freunde der gepflegten Bootsanlegestelle. Ich darf Sie, darf euch recht herzlich begrüßen hier zur Einweihung und Übergabe unserer Bootsanlegestelle und davor schon mal ein herzliches Dankeschön sagen. Zum einen an den Herrn Effenberger und den Herrn Rauch, den Herrn die uns jetzt einen gewaltigen Wasserweg von ungefähr 300 Metern lang begleitet haben und uns sicher hier an Land gebracht haben. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier landen durften. Besten Dank. Und ich darf mich auch bedanken bei unserem Musikverein Erlenbach, dass sie hier aufgespielt haben unter der Leitung von Peter Neumann, weil wir waren nah dran, auf der anderen Mainseite anzulegen. Nur die Musik hat uns hier rübergeführt. Herzliches Dankeschön. Mit im Boot waren gewesen letztendlich der wichtigste Mann in diesem Projekt, der Herr Fuchs aus Bad Neustadt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wenn man irgendwo in Unterfranken sagt, der Herr Fuchs, den gibt es öfters. Aber wenn man sagt, der Liederfuchs, den gibt es nur einmal. Und der Herr Fuchs ist für Unterfranken, für das sogenannte LEADER-Projekt, ein europäisches Förderprojekt, verantwortlich, sitzt in Bad Neustadt. Und er ist derjenige, der uns bei diesem, nicht nur bei diesem Projekt, sondern bei der ganzen LEADER-Förderung, die ja viele, viele Facetten hat im Landkreis Miltenberg und der Region hier, ist derjenige, der uns unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht und vieles möglich gemacht hat, wo wir alleine wahrscheinlich gescheitert wären. Dafür ein herzliches Dankeschön, Herr Fuchs. Wenn wir der Stadt Wörth schon mal was voraus haben, nämlich eine Bootsanlegestelle, war es uns ein Bedürfnis, den Kollegen Erwin Dotze, Bürgermeister der Nachbargemeinde Wörth und gleichzeitig Bezirkstagspräsident von Unterfranken, einzuladen, und freut uns sehr, dass er diesen kleinen Spaß im Boot auch mitgemacht hat und trotz seines vollen Terminkalenders hier gewesen ist. Lieber Erwin, herzlich willkommen und Dankeschön fürs Mitrudern. Für die Verteilung der Fördermittel und die Organisation des Ganzen hier bei uns im Landkreis Miltenberg, dieses LEADER in ELER-Programms, wie sich es offiziell nennt, sind die Frau Kluin von der Geschäftsstelle und der Herr Dr. Jung zuständig, und auch sie haben kräftig mitgepaddelt, dass wir hier angekommen sind. Auch Ihnen beiden nicht nur ein herzliches Willkommen, sondern ein Dankeschön im Namen aller beteiligten Gemeinden für ihre tatkräftige Unterstützung und Organisation dieses Prozesses. Der erste Teil dieses ganzen Projektes, zu dem ich gleich in wenigen Worten noch was sagen möchte, oder Herr Fuchs, das machen Sie am besten. Er kennt sich da viel besser aus. Lassen wir den Herrn Fuchs machen. Der erste Teil, jedes dieser Projekte braucht einen sogenannten Projektträger, und der erste Teil, nämlich die Organisation der Beschilderung, die wir hier sehen, die sogenannte Gelbe Welle, dafür war hier im Landkreis Miltenberg unser Verein Kurfranken zuständig. Hier ist anwesend der Vorsitzende, der Kollege Biebe aus Miltenberg, der gerne mitgepaddelt wäre, aber im besten Zwirn war das Risiko zu groß bei so vielen wild gewordenen Kollegen im Boot. Deshalb ist er jetzt noch hierher ins trockene Ufer gekommen. Lieber Jochen, herzlich willkommen. Und die Geschäftsführung, das macht die Frau Duffig, und sie war mit im Boot gewesen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für die tolle Organisation und Geschäftsführung im Bereich Kurfranken. Mannschafts. Okay. Bekannt für große Auftritte der Kämmerer der Stadt Erlenbach, Axel Berninger. Lieber Kämmerer, hier ist alles belegt, aber ich glaube, in Wörth ist noch was frei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Stadt Wörth gerade einen Kämmerer sucht. Können wir den Kämmerer irgendwie dann noch mit an Land kommen lassen? Geht es? Ja. Unsere Barbarossa-Preisträger von diesem Jahr begrüßen, den Peter Penke und den Altstadtrat. Wo ist er denn? Da ist er. Der Herr Klapp, herzlich willkommen. So, und jetzt haben wir das erste Mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist der Sinn des Ganzen, dass hier
Das ganze Projekt läuft unter dem Namen Lebensader Main, ist ein Zusammenschluss, das geht oben los in der Würzburger, der Schweinfurter Kante sogar, Bamberger Kante, zieht sich runter mit einer einheitlichen Beschilderung der sogenannten gelben Welle, wo Informationen für diejenigen vorhanden sind, die nicht motorbetrieben oder muskelbetriebenen Ruder- oder Paddelsport, Wassersport betreiben. Da sind kleine Signes drauf, was hier in der jeweiligen Gemeinde für die Paddler und Ruderer bereitsteht. Es sind Informationen drauf. Es kommt noch ein weiteres Schild dann hinzu an der jeweiligen Stelle, wo auch Informationen über den jeweiligen Ort vorhanden sind. Und von daher haben wir einen weiteren Schritt geschaffen, um Infrastruktur hier am Main zu schaffen, um damit auch letztendlich, das hört der Herr Fuchs jetzt nicht ganz so gern, um den Tourismus in unserer Umgebung anzukurbeln und den Main für uns ja als zentrales Lebenselement zu beleben und mit Leben zu erfüllen.